Ich hab Ton. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zurück zur Pokémon Feuerroten Moemon Mod Nutzlocke Challenge. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Er sitzt hier durch einen schwarzen Vorhang, ja, ist wirklich so. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier bei der Nutzlocke Challenge. Beim letzten Mal ist viel passiert und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Jetzt hierfür. Hallo nochmal an alle Grabwächter. Hallo an alle, die gerade live dabei sind. Wir sind wieder zurück und wir haben Probleme gehabt in der letzten Folge. Zum einen stand die Frage im Raum, soll Nostra eine zweite Chance bekommen, nachdem er ja kläglich versagt hat gegen Finale, und es sieht sehr nach Gleichstand aus. Wir haben 8 für Ja, bitte, für den Vater Vergebung. Wir haben 6 für Nein, Regel ist Regel. Der harte Weg und entscheide selbst, der neutrale Weg hat, haben 2 für gestimmt. Ich schätze mal, wir können das noch eine Woche auflassen und ich werde jetzt noch nicht entscheiden, weil die Entscheidung so extrem knapp ist. Ich möchte keinen verärgern. Ich verstehe an dieser Stelle sowohl Nein als auch Ja. Und eine Sache wollte ich sagen, wenn ich das, weil die Frage aufkam, das müssten wir dann aber theoretisch für mehr Leute machen, weil da jeder hat ja eine zweite Chance verdient. Ja, das ist natürlich in der Theorie richtig. Das Game drückt mich übrigens unnatürlich heftig an. Das ist natürlich richtig in der Theorie, aber sonst ist es keine Nutzlocke-Challenge. Und in manchen Challenges hat man ja, oder sagt man sich vorher in der Regel, dass man halt sagt, okay, ich nehme aber einen Joker mit, wo ich dann wieder eins beleben kann. Und hier ist es dann ähnlich, nur halt durch euch gesteuert. Und das ist die einzige Chance, die wir haben werden. Und ja, nutzt diese und stimmt dafür ab. Den Link dafür findet ihr auf der Website unten in der Videobeschreibung unter Umfragen. Oder wer den jetzt noch gerade braucht im Chat, dem kann ich den natürlich auch gerne nochmal linken. So, wir haben aber einen Geist gefangen, nämlich Annabelle. Ganz neu. Und wir haben einer noch dabei, Sayo dabei, Pipsifli natürlich dabei, Awusel dabei. Und da haben wir, glaube ich, beim letzten Mal da gesessen. Und wir haben uns gefragt, wer, oh wer denn nur... Oh, Sayo, 22 Taler, das ist natürlich falsch. Einen Moment. Moment. Change Twitch Name? New Username, achso, so, Moment, einen Moment bitte. Offline. Ich suche nach Sister. Ein Moment, das haben wir gleich dann, weil das ist ja sonst unfair. Change Twitch Name. Sayo 123. Ja. So, und jetzt hast du die Punkte gemeinsam gekriegt. Das hat er jetzt zusammen gemixt. Wer seinen Namen noch vielleicht geändert hat und vorher einen anderen Namen hatte, dann muss ich das vielleicht nochmal machen. Gut, das aber am Rande. Ja, wir haben... Das wird die einzige Chance sein, da war ich stehen geblieben, hier den Pfad der Vergebung zu wählen. Sonst wird das nicht vorkommen. Und das werde ich auch nicht machen. Aber ich dachte, weil es halt einfach ein Pokémon ist, was... Achso, du kannst den Talerbefehl nicht alle 5 Sekunden spammen. Das vielleicht noch dazu gesagt. Also falls er jetzt nicht antwortet, der Bot, liegt es daran, dass du gerade gefragt hast. Liegt es daran, dass das ist. Und das andere, ja, das ist die einzige Chance. Weil ich einfach denke, und Feuer-Pokémon haben wir jetzt nicht mehr. Das wäre natürlich schön, wenn wir wieder eins hätten. Und wie gesagt, man kann sich gegen das Finale so unglaublich schlecht schützen. Und ich finde, da hat das Pokémon eine zweite Chance verdient. Weil es einfach in einem Kampf draufgegangen ist, was nicht sein musste. Wir können aber jetzt in die Kampfarena gehen, wenn wir wirklich hart drauf sind. Und können uns eventuell ein Kampf-Pokémon holen, falls das denn klappt. Und ich habe ein bisschen Angst vor den Kämpfern hier. Ich gebe es zu. Ich weiß nicht, welches Level die haben. I hear you, good, show me. Dann wollen wir mal gucken, was die hier so können. Haltet euch einfach fest. Und wir kämpfen hier gegen einen Black Belt, der einmal Chop hat, das einfach Level 32 ist.
Ha! It's not very effective. Ein Glück. Ein Glück ist das nicht sehr effektiv. Ich möchte, dass du schläfst. Auf ewig. Macholo. Ich möchte, dass du auf ewig schläfst. Wir dürfen hier noch nicht sein. Level 32? What? The fuck is going on? Das ist nicht gut. Das ist nicht okay. Das ist nicht poke cool. Das ist überhaupt nicht schön. Wir müssen versuchen, cool zu bleiben. Ah, er ist aufgewacht. Oh Gott. Er macht Geowurf. Hi Cedric. Hi Wäschel. Oh Gott, das bessere Machok. Ich will kein Pokémon verlieren. Sayo, go get it. Nicht sterben, wenn es geht. Sieht auch cool aus. Wasserpuls, go! Du müsstest schneller sein, du müsstest stärker sein. Gib ihm ordentlich, gib ihm hart. Volltreffer. Anscheinend tut ihr das. Seismic Toss. Okay, Geowurf können wir sicherlich. Er macht 32 Schaden. Macht nämlich genau so viel Schaden, wie man gerade am Level hat. Und 32 ist nicht unbedingt viel. Sayo bekommt ganze 1000 Erfahrungspunkte. Und wir sollten hier abhauen. Und zwar im Sauseschritt, wie man so schön sagt. Wir dürfen hier nicht sein. Ich habe Angst. Ich möchte nicht gegen Kampf-Pokémon verlieren. Das ist eine Schande. Okay, das ist die goldene Stadt. Alles voller Team Rockets. Die wollen wahrscheinlich, dass wir auch zuerst hier in das Slithcope-Gebäude gehen. Aber auch da weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Wir können jetzt auch erst runter zur Safari-Zone schreiten. Außerdem wollen wir gleich mal gucken, was Relaxo so kann. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge auch noch nicht gemacht. Zumindest hole ich das jetzt nochmal nach. Ich erinnere mich gerade selber nicht. Es tut mir voll leid. Todes an und so, ne? Läuft alles wie geplant, wie gehabt. Ich guck mal gerade. Ja, es läuft alles perfekt. Gut. So wie es sein soll. Move Pokémon! Desu. Doch, wir haben uns Desu schon angeguckt, oder? Schön, Level 30. Ja, das haben wir schon gesehen. Gut. Was ist denn noch stark gegen Kampf außer Psycho? Ich meine, Geist ist ja schön und gut und so, aber da wir keine... Warum habe ich eigentlich Olleltein vorne? Damit überhaupt keine Erfahrungspunkte kriegen kann. Lass es mal Annabelle nach vorne tun. Damit wir vielleicht, maybe, eventuell ein bisschen Erfahrungspunkte holen können. Und ich weiß auch schon, wo wir das machen. Den Balkan-Dude hatten wir, glaube ich, erledigt. Yes. Den auch. Yes. Also machen wir hier weiter. Oh, Hilfe. Miau, das ist so cute. Miau, miau, miau. Mhm, von mir aus. Was auch immer. Miau. Ja, ich habe mir fast gedacht, dass sie Mauzi hat. Wie kommt das? Wie küttert denn? Wir spielen mal. Einer noch. Go. Annabelle, das ist genug. Komm zurück. Nicht meine Angriffskraft schwächen. Komm schon. Flügelschlag! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lauf, Mauzi! Anscheinend willst du nicht. Wir machen einer noch ein Level rauf. Bringt ja nichts. Hier Erfahrung teilen macht gerade nicht so viel Sinn. Auch wenn wir natürlich immer noch geschwächt sind von dem vielen Gebrülle von Mauzi. Ein kritischer Treffer! Ja, bestimmt. Los, Sichlor! Ich freue mich, dass wir einen Sichlor haben. Hast du dir heute ein Ziel gesetzt? Ach, wisst ihr, das wollte ich immer. Der König des Nordens! Willkommen! Servus, sagt man auch. Schön, dich zu sehen. Habe ich mir ein Ziel gesteckt? Heute ist mein Ziel eine gute Frage. Wir haben gerade die Kampfarena. Ich wollte die Kampfarena machen, als eines der Ziele. Das könnte man angehen, wenn jetzt nicht alle Stricke reißen. Und wen nehme ich denn? Sayo! So.
Eventuell runtergehen in die Safari-Zone. Das wäre auch eins der Ziele. Das ist nicht ganz so schlimm zu erreichen. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass ich die beiden Sachen mache. Oder, wenn ich richtig hardcore heute drauf bin, gehe ich in das hier in das Verwaltungsgebäude und hole mir Labras und räume da auf. Wobei ich ziemlich sicher bin, dass ich das nicht packen werde. Sayo, go! Also, bin ich ziemlich sicher. Oh, Säure. Sayo ist vergiftet. Das ist korrekt. Habe ich die Pflanzenarena schon gemacht? Nein, aber ich habe auch nichts, was die Pflanzenarena entgegenwirken könnte. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, welches Level die haben. Da könnte ich vielleicht auch mal vorbeigehen. Annabelle erreicht Level 19. Sehr gut, Annabelle. Special Attack 46. Ist nicht wenig. Super Nerd, Leslie, tot. Erstmal ein Antidot nehmen. Zum Glück habe ich davon welche. Hoffe ich. I very much hope so. Ah, ich habe noch 5 Antidotes. Zum Glück höre ich immer auf meine Community. Hier, Sayo. Take some. Schmeckt gut, riecht gut. Okay, und hilft. Vor allen Dingen das. Dich machen wir auch platt. I like Nidoran, so I collect them. Okay. Von mir aus. Ich glaube, sie hat Nidoran. Level 23. Ein weibliches Nidoran. Einer noch reißt Erika den Arsch auf. Ach ja, stimmt. Wir haben hier Flugattacken mit einer noch. Stümmelt. Da hast du recht. Dann können wir das ja als erstes machen, fast schon. Konfusion, Piepsi Flea. Wir dürfen ihr diese Attacke niemals verlieren. Ist super effektiv. Ist aber oh Gott, yes. Nidoran ist verwirrt. Oh nein, es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Kill, 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 die, die, die. Wiedersehen. Gut gemacht, Piepsi Flea. Du bist in Level 25? Wir müssen an deiner Attitude arbeiten. Ist einfach so. Ja, aber Piepsi Flea hat keine Käferattacken. Erika hat Pflanze. Nidorina ist verwirrt. Es beißt mich trotzdem. Du mieses Viech. Aua. Das hat wehgetan. Profusion, Piepsi Flea. Zeig ihm, was eine Hacke ist. Ah, wir gucken mal. Piepsi Flea ist auf... Ich weiß nicht, welche Level die haben. Wenn der auch Level 30 ist, der Arena-Meister da, dann haben wir mit Piepsi Flea nicht solche Chancen. Und auch leider mit einer noch nicht ganz so. Why? Why? That's why. Hello. Oh mein Gott, das kann ich nicht lesen. Vielen Dank für den Follow. Schön, dass du da bist. Und dass du diesen Knopf gefunden hast. A Pitgit, das ist sehr schön. Okay, Annabelle. Du hast genug getan. Lass Sayo den Rest machen. Oh, er kombiniert seine Angriffe. Aber nichts kann Sayo aufhalten. Ein Pikachu. Nice. Annabelle braucht definitiv ein paar XP. Level 20 wäre schon ganz gut mit Annabelle. Abusel ist jetzt auch ein Golbat. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Das ist auch ein relativ starkes Pokémon. Oddeltine, go! Pikachu setzt Doppelteam ein. Oh nein! Welches ist nur das Richtige? Säure! Männliches Nidoran. Wieder Annabelle, go! Hat ganz schön viele Pokémon. Annabelle! Nachtnebel!
Ja, das stimmt. Ich habe eigentlich was. Ja, das stimmt eigentlich mit den. Aber die sind Level 32. Da kann ich nicht einer noch gegenschicken. Der kriegt ja trotzdem auf den Keks. Und ich weiß nicht, wie Kampf gegen Käfer wirkt. Ich kann mir vorstellen, das ist ziemlich übel. Aus Gründen. So, bang, Pokémon. Arvosel, komm! Komm, Arvosel. Beiß ihn! Alter. So, Annabelle Level 20, das ist sehr gut. Ein Ratatatatam. Ja komm, ess das einfach auf, Arvosel. Komm schon. Gönn dir. Gönn dir, Ratte. Oh, schade. Nein, wir können uns die Rocky-Trainingsmusik nicht leisten. Was ist das? So, auf geht's. Das ist durch. Wir haben hier noch den Doppelkampf. Doppelkampf? Was ist denn das? Es ist ein Kampf, in dem zwei Pokémon gegen zwei andere Pokémon in einem Wettbewerb auf Leben und Tod kämpfen. Twin Power ist fantastic, ja. Genau. Twins, Alien N. Clefairy und Jigglypuff. Oh. Annabelle. Leck an dem Pipi rum. Clefairy becomes the center of attraction. Das wollte ich doch auch. Säure. Ist auch cool, dass es beide trifft, oder? Nein, es kann Clefairy nicht treffen. Geisterattacken funktionieren nicht? Das ist nicht okay. Olltine, verätze ihr wunderschönes Gesicht. Jigglypuff ist down, Jigglypuff down, Jigglypuff down. Ich wiederhole, Jigglypuff ist down. Perfekt. Aber Geschwisterpower, ja, was auch immer. Geschwisterpower in der Hölle. Ich bin weg. Ja, dann lass uns doch mal eben die Pflanzenarena wegrocken. Wir müssen nur eben hier rüberlaufen. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Wir können das. Wir sind unabhängig und stark. Warum ist da immer irgendwelche Schriftdrücke? Yo, Hawks, vielen Dank für deinen Follow. Ich freue mich, dass du den Weg auf diesen Knopf gefunden hast. Das finde ich. Ja, Mika, warum? Nicht miese Laune mitbringen. Das ist ein Ort der Freude. Wir können doch nochmal ins Casino gehen, wenn ihr wollt. Wir können Porygon da spielen. Auf geht's. Thanks for waiting. Kein Ding. Mach ich doch gerne, Alte. Move Pokémons. Wir brauchen nicht Tutsi. Wir brauchen unseren VM-Sklaven. Wir brauchen Dotaku. Yay, Casino! Oh Gott, nicht das Casino! ich lasse mal Sayo auf der Bank. Sorry, Sayo! But we don't need you in einer Arena voller Pflanzen. Das ist zu gefährlich. Bleib besser zu Hause. Ruh dich ein bisschen aus. Du hast gut gekämpft. Und ich weiß, dass du bist mächtig und stark, aber ich hab da keinen Bock drauf. Nur dieses eine Mal musst du zu Hause bleiben, weil ich jemanden brauche, der Zerschneider kann. Schnitt. Kamera. Action. Ah, ein alter Mann in der Arena. Dann wünsche ich dir viel... Dann hoffe ich, dass deine gute Laune dann lange anhält, wenn sie wiederkommt. Dotaku, du kannst nach unten gehen, der Rest kann so bleiben. Annabelle bleibt vorne, weil mit irgendjemand muss ich hier leveln.
Bla bla bla, wir sind. Es sind wirklich nur Frauen erlaubt. Sexistisch. Level 23. Level 23, meine lieben Freunde. Wir haben eine Arena mit Level 23 Pokémon. Level 23 Pokémon kriegen jetzt auf die Fresse. Ja, Level 23 Pokémon. Einer noch. Destroy. Alter. Oh Gott. Wie viel Erfahrung gegeben? Oh, das sieht auch hübsch aus. Ultrigaria sieht extrem süß aus. Ich mag's. Wenn es tot ist. Wow. Ja, eben. Ihr seid hier, weil ihr euch der guten Laune unterwerft. Das finde ich. Beauty Bridget. Wow, du bist wirklich ein hübsches Pokémon. Darf ich dich fangen? Annabelle! Zeig dir im Nachtschattengewächs! Wie man richtig kämpft. Nein, nicht Stunspor. Komm schon. Komm schon, alles nur nicht Stunspor. Ich mag, dass das hier Miraplan nicht eine einzige Attacke kann. Ja, ja, krieg du ruhig Ausschlag. Immer dieses Gemecker. Ich hab Antidot dabei. Was wollt ihr noch? Immer nur meckern. Dafür bin ich noch nicht einmal in irgendein Feld gewandert und habe hier 5 Stunden lang Level-Training gemacht. Paraheiler habe ich auch dabei, aber darf ich nicht im Kampf benutzen. Also darf ich schon, aber lohnt sich ja nicht. Welches Level bist du? 21. Könnte ich theoretisch selber machen, aber... Einer noch kann das auch. Ja! Hi Luna, schön dich zu sehen. Ja, völlig richtig. Feuer-Pokémon Level 100, der Rest. Fuck it. Hast du gespeichert? Natürlich habe ich gespeichert. Oh, zum See und dann zum Pferd. Das hört sich nach einem entspannten Wochenende an. Annabelle versucht, Kung-Fu-Strahl zu lernen. Kung-Fu-Strahl nämlich. Hier, verlerne das dafür und lerne Kung-Fu-Strahl. Das hört sich extrem episch an. Auf geht's. Das heißt Konfus-Strahl, ich weiß. Macht nix. Ich kann nicht lasen. Geht schon. Oddish! Und Bellsprout. Komm, füttert einer noch. Ja, gebt mir eure Seelen und gebt mir eure Macht. Iss ihn. Ich weiß nicht genau, wie man levelt, aber ich denke mal, Essen ist legit. Drachen? Andere Pokémon. Okay. Wir brauchen einen Paraheiler. Und einen Superrevel. Moment. Calcium. Vergesst nicht euer Calcium. Und wir haben noch ein Rare Candy. Das ist gut. Das nächste Pokémon, was ein Level-Up hat, kriegt wieder ein Rare Candy. Also strengt euch an, Pokémons, Moemons. Ja, naja, bei einer Nutzlocke ist es halt ein bisschen schwieriger. Ich darf mir das Anfangs-Pokémon nicht aussuchen. Ein Level 24 Bisasam. Irgendjemand hat beim Züchten böse was falsch gemacht. Du. Habe ich da nicht den Paraheiler genutzt? Auf Annabelle? Naja, es ist nicht wirklich effektiv. Ja nun, dafür ist das ziemlich effektiv. Zieh dir schön was an. Und beim Entwickeln nicht den B-Knopf drücken, lieber Trainer. Ivysaur. Huh, hollalalala, Beine bis nach New Mexico. Schönes Ding.
Sieht hübsch aus. Ich mag das. Ich mag das, jedes Mal ein anderes Pokémon zu sehen, was wir noch nicht gesehen haben. Jedes Mal wieder cool. Level 28. Tina wurde besiegt. Du bist dann. Du öffnest mir die Augen. Habe ich doch gesagt, beim Entwickeln nicht den B-Knopf drücken. Kann ich jetzt bitte Annabelle von ihrer Paralyse befreien? Okay, danke schön. Jetzt geht's wieder? Okay. Vielleicht war die super paralysiert. Huch, hallo. Look, look, see my Pokémon. I like the grass type. I like how they're easy to raise. Ich mag, dass sie Rosinen mögen. Ich kann Englisch. Ich starte komischerweise auch oft mit Pflanze, weil ich finde, es gibt wenig gute Pflanzen-Pokémon. Und da ist dann der Starter oft dann eine gute Alternative. Einer noch! Du weißt schon, was zu tun ist. Einer noch! Deine Verteidigung ist gefallen! Oh nein! Was kann ich nur tun? Einer noch ist gerade auf einer Pflanzendiät. Tut mir voll leid. Er darf nur Grünes essen. Ab und zu ist Pflanze halt ganz gut. Wenn halt, so wie hier, so wie unsere Olliltein. Giflor, Pflanze Gift, ist schon ganz geil. Sieht auch aus, ob man die fangen kann, oder? So, jetzt sind wir mal hier. Okay, ja, das ist eine Pflanzenarena. Überall stehen Frauen rum. Ja, okay, finde ich gut, ja. Totaku, Klatsch. Willkommen zu dieser Arena. Du solltest die jungen Frauen hier besser nicht unterschätzen. Ja, die ersten vier Frauen sind hinten und Bein und so. Fünf Stück? Ich kann nicht zählen übrigens, aber fünf. Das sind viele Pokémon. I like Pokémon! Jade, oder Moemon an dieser Stelle. Du bist 5 Sekunden im Kampf und bist schon wieder gestunt, Annabelle. Denk drüber nach. Auf die stille Treppe. Einer noch macht das schon. Gibt's ja nicht. Cool Trainer Mary setzt Oddish ein. Ist einer noch ein Sichlor, das ist korrekt. Mein absolutes Lieblings-Pokémon, was ich mir im Casino erspielt habe, deswegen auch der Name. In die Ecke, Annabelle, so ist es. Mit dem Rücken in den Raum, in die Ecke gucken. Ist ein Geister-Pokémon nicht fast immer auf der. Ist es immer nicht auf der stillen Treppe? Nun! Mein Lieblingsgegner ist der Carpador-Trainer. Leute. Das mit der stillen Treppe bei Geistern ist mies. Wollte ich nur mal sagen. Ein Weeplybell. Nein, das können wir auch mal benutzen. Will you change the Pokémon? Natürlich. Annabelle, geh du wieder raus. Wir brauchen ein bisschen Level in unserem Geister-Pokémon. Einfach, weil es für die nächsten Arenen sehr viel interessanter wird, wenn du Hardcore bist. Einer noch, go! Lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen, das kriegst du alles hin, locker flockig sogar. Ja, das ist so wie bei Darth. Denk mal, du sagst Darth Vader, er soll auf die dunkle Seite gehen. Moment, ich bin ja schon auf der dunklen Seite. Geh auf die dunkle Seite, Darth Vader, aber. Moment. Okay. Hat man eben den Greenscreen ein bisschen gerichtet. Das nervt mich, wenn er so grün flackert. Paralyse krieg ich dann. Annabelle Level 22, sehr gut. Wieder viel Special Attack. Das finde ich sehr gut. Einer noch kriegt auch ordentlich Erfahrungspunkte. Das heißt, wir geben gleich an Annabelle den. An Annabelle geben wir gleich das Sonderbonbon und einer noch kriegt hier Level 29, denke ich. Dann ist das fair aufgeteilt. So ist es. 74 Attack, 70 Speed. Oh, ich
Ja, einer noch. I love you so much, Peepsy Flea, go! Das ist so... Konfusion! Jetzt auch im Shop. Es ist super effektiv. Peepsy Flea ist nicht müde. Peepsy Flea ist doch müde. Die Stachelspore verteilt sich auf dem Greenscreen. Gar nicht nett. Egelsamen, komm schon. Ich wurde besamt. Oh nein. Das hört sich falsch an. Bitte hör auf damit. Peepsy Flea schläft immer noch. Mist. Razor Leaf. Es ist not very effective. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber dafür ist Egelsamen ziemlich heftig. Ich möchte gerne aufwachen. Oh Gott, ich schlafe jetzt alle 5 Runden, weil das ist normal. Soll der Schlaf wohl nicht verteilt wird? Ja. Schön, dass... Ich bin immer noch am Schlafen. Peepsy Flea war extrem müde von der vielen Konfusion. Benny Max, vielen Dank für deinen Follower. Schön, dass du da bist. Dankeschön, dass du den Knopf gefunden hast, finde ich. Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Peepsy Flea geht schlecht. Und Peepsy Flea schläft noch. Ich dachte, du kriegst das hin, Peepsy Flea. Habe nicht geglaubt. Ich werde weiter nicht glauben, aber nicht für diesen Kampf. Hallo, schön dich zu sehen. Auf die Einkaufsliste, Schwangerschaftstest. Was brauche ich? Antidot, Paraheiler, Supertränke, Schwangerschaftstest, was? Das ist nicht von mir. Dankeschön, Mika. Dankeschön. Mach ich. Die Pose war nicht cool. Aber meine Verlegenheit hat mich dazu gebracht. Ja, bloß auf, ich werde rot. Ah, nein, mach das nicht. Hör auf damit. Das habe ich nicht verdient. Es won't effective. Maul halten. Ich gebe Paraheiler, wo ich nicht will. Awakening. Hey, Peepsy Flea. Steh auf. Du hast den Kampf verschlafen. Aber es hat wenigstens nicht ihr Leben verschlafen. Das ist schon mal... Das ist gut. So. Raubi-Babys! Ich weiß nicht, ob wir das handeln können. So viel Süßes. Oh hey! We don't like Bug and Fire-Type Pokémon in here. Ach so, ja, okay, danke für den Tipp. Bloß, nein, gib mir keine Komplimente, ich muss Pokémon-Kämpfe machen, das ist ein ernstes Business gerade. Super ernst, serious face, game face on. Komplimente prallen an mir ab. Ich muss mich auf Pokémon konzentrieren. Drück den roten Knopf zum Angreifen. Moment. Dauert noch, ich bin gleich dran. Okay. Flügelattacke. Ein Gloom. Ich weiß, dass du es ernst meinst. Ich weiß, dass du es ernst meinst. Das weiß ich. Darum ging es doch nicht. Es geht darum, dass ich... Ich kann das doch nicht. Ich kann das sowas nicht hören. Da werde ich ganz rot und dann... Dann will ich alle umarmen. Doch, die Komplimente prallen wohl an mir ab. Das ist gar nicht wahr, dass die das nicht tun, Manu. Peepsy Flea, verschlaf doch nicht den nächsten Kampf. Come on. Was ist denn los mit dir? Das kann doch nicht sein. Peepsy Flea, was ist denn, soll ich dich wach küssen? Das ist der Plan hier. Komm schon, wach auf bei der Stimme von... Kann man doch nicht jetzt... Peepsy Flea! Ich will doch noch einmal Konfusion sagen können! Komm schon! Ich meine, Blumen können keine Attacken, von daher ist auch egal, aber...
Pipsifli was aufgemacht. Pipsifli, Konfusion. Ich möchte das gleich, dass alle wieder im Chat sagen, wenn wir die nächste Attacke ausführen. Ich zähle gleich runter bis 3 und dann möchte ich von allen im Chat, Konfusion, von allen im Chat, auf geht's. Konfusion in 3, 2, 1. Konfusion! Wer ist alles tot? Niemand. Chat! Konfusion! Oh, ich bin paralysiert, aber wir können das ja nochmal machen. Jawohl! Sehr gut! Das hilft Pipsifli, auf jeden Fall. Übrigens, wie gesagt, als kleinen Teaser immer noch, Paralyse. ich kann es immer noch wieder sagen. Es gibt jetzt das wunderbare Pipsifleet-Shirt im Shop. Wer Pokémon mag und mich unterstützen mag, gerne mal in den Shop schauen. Im Moment ist es sogar so, wer es zeitnah schaut, alle T-Shirts gibt es im Moment 15% günstiger, wenn ihr... jetzt muss ich mir wieder... hier... Nein, nimm das. Oh Gott. Gott, okay. So. Im Shop gibt es. Das ist der Shop hier übrigens, ne? So, zack. Gibt es 15% auf alle T-Shirts mit diesem Code. Just saying. Die nächsten paar Tage. Also, lohnt sich. Wie sieht's denn sonst aus? Leben ist noch genug da? Das eine noch hat 20 Leben verloren. Da werden wir jetzt wohl nicht. Ich werde gleich weinen, weil die genau diese 20% wahrscheinlich mein Leben beenden werden. Aber es geht schon. Execute. Owei ist hier so süß. Aber es ist auch Psycho und davor habe ich ein bisschen Angst. Einer noch. Unsere Eier sind gegen eure Angriffe gepanzert. Ja. Yep. Einer noch. Bitte, wach auf. Wir können nicht alle schlafen. Ah, nein. Nicht Leech Seed. Komm schon! Einer noch! Oh, das macht 10 Schaden. Das ist nicht wenig. Einer noch. Schläft immer noch. Weil ich immer 100% 5... F1, a critical hit. Ich bin verwirrt. Und ich schlafe. Wie auch immer das funktioniert. Oh mein Gott, Wombo-Kombo. Ich muss hier weg. Awusel ist... Ich hoffe, du hast noch Bock auf Eier. Alter, der kann alle Attacken, die richtig heftig sind. Oh, a critical. Schon wieder? Okay. Olentine? Ich muss nicht ins Focus Center. Säure! Alter! F1! Alter! Das war knapp! Annabelle, Oliltine und alle anderen Pokémon kriegen fast 200 Erfahrungspunkte, kriegen 130 Erfahrungspunkte knapp. Ah, okay, splendid. Ja, ja, finde ich auch. Pokécenter! Wii U, Wii U, Wii U, Wii U! Ist das ein Pokénotfall, weil wir schlafen, töten lassen? Okay, Owei ist kein Spaß. So, perfekt. Gut, dann lass uns nochmal zurückgehen. Safety first. Nicht, dass unsere wunderbaren Moemon draufgehen, das wäre problematisch. Hoppala. Ihr könnt übrigens selber auch Quotes
Eingeben. Ich mach mal eine. Ich glaube, so wird das geschrieben, ne? Moment. Ihr könnt auch selber Quotes machen. Und zwar, indem ihr... Pipe-si-flee. Das hier macht. So, zack. Perfekt. So, man kann auch die Quotes nicht die ganze Zeit spammen, aber ja, man kann die auch selber adden. Sollte gleich auch wieder funktionieren. Ich weiß nicht, ob er die gerade nicht ausspuckt, weil wegen Stil echt mit Unterstrich. So ist es. Kann ich gleich ein bisschen nachbearbeiten, dann sieht es besser aus. Aber geht schon so. Zack. Zumindest für den Moment. Ich meine, ich unterbreche dabei das Gaming. Das ist nicht so clever, aber ich meine, ein bisschen muss ich jetzt auch für den Chatter sein. Oh, es ist ein wunderschönes Wetter. Ja, es ist wunderschön. Es ist ein wunderschöner Tag zum Sterben. Also, gib mir deinen Orden und ich lasse deine Jungfräulichkeit bestehen, Erika. Schick. Level 29. Auf einmal drehen die richtig auf. Einer noch, go. Und ich ändere mal eben währenddessen den Quote. Ich mach die Musik eben selber. Okay, jetzt haben wir es wieder. Oh, ich bin paralysiert, das ist schlecht. Oh Gott. Wing Attack! Super effective! Hyper Potion! Hyper! Wing Attack, einer noch! It's super effective! Annabelle, Level 23. Einer noch, kriegt 600 Erfahrungspunkte knapp. Ein Tangela! Okay. Das ist so süß! Ah, verwurzeln, okay? Verwurzel dich nur! Einer noch wird dich fast besiegen! Soll ja reichen. Man darf nicht zu hart mit den Moemon umgehen. Sie sind zarte Wesen. Aber... Einer noch ist auch nicht paralysiert, dem ist das fucking egal. He don't give a fuck auf Paralyse. Vileplum, okay. Niedlich. Acid, oh nein! Wir sind leicht vergiftet worden, einer noch! Oh, ich gebe wirklich einen Scheiß auf die Paralyse, oder? Keine Paralyse, kein Ding. Alles so, wie es sein soll. Einer noch Level 30. Keine Fragen hier. Ich habe gesagt, Erika, du hättest mir einfach diese Marke geben sollen. Paralyse hält ein Sichler nicht auf. Paralyse hält mich nicht auf. Paralyse hält uns nicht auf, den Weg eines Pokémeisters zu gehen. Denn Pokstra möchte Pokémeister werden. Giga Drain. Ich werde wissen, wem ich das beibringe, Olletein. Der hat jetzt erstmal eine fette Runde Gigasauger. Oh, das können alle lernen. Awusel kann das auch lernen, Alter. Leck mich fett. Du machst nichts falsch, aber das dauert zu lange. Also, die Abstände sind zu kurz. Da ist so eine Stahlbackenmassage zusammen.
1, 2, Endpuff. Olletein hat Absorber vergessen und... Hier! Diskette ins Gesicht. Giga Drain. Ja, genau. Und ein Orden mehr. Erika gibt's nicht mehr. Der nächste Orden wartet nur auf mich. Ja, ich habe keinen Bock mehr auf diese Stadt. Na gut, das ist unfair. Die Stadt kann nichts dafür. Ah, es juckt am Näschen. Kennt ihr das, wenn die Nase juckt und ihr... Nee, man muss Robo Ustra nicht vorher anflüstern. Das ist einfach... ich habe meinen Bot eingestellt, dass man nicht alle 5 Sekunden einen Quote spammen kann. Deswegen, kann man dann in der Zeit dann... So, lass uns hier lang gehen. Anstatt die gleich besser aufzulösen. Naja, ich meine, das ist halt der Stil des Spiels. Und ich meine, das ist doch nett, wenn es einfach in die Welt reinpasst, vom Grafikstil. Ja, wahrscheinlich ist es so, genau. Nur so und so viele KBs dürfen es haben. Oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, für eine ROM würde es ja keinen Unterschied machen, wie viele Megabyte da reinknallt. So. Level 32 ist die Kampfarena, das ist mir zu hart. Ich fordere einen Tipp vom Chat. Wie sieht's aus mit Kampf-Pokémon? Was ist mit Käfer und Kampf? Ist das gut, ist das schlecht? Ist das Steve aus Long Island? Irgendwas müsste ich jetzt darüber wissen. Feuer im Psycho ist das Beste. Ja, okay. Ich beantworte zwar nicht meine Frage, aber gut, dass ich das... What? Weißt du, was ein Fuß mit einer Ameise macht? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber der Sichler auch Fliegen ist. Fishing is the way of life. Ja, ja, sag das mal den Norwegern, alles gut. Einer wird schon gewinnen, ja, sicher. Ich meine, er ist ja gleichzeitig auch Flug, das heißt, das ist nicht effektiv, sondern das ist einfach nur meh. Das ist einfach eine Kampfattacke. Achso, ich muss Dotaku noch rausnehmen aus dem Team, obwohl wir den Zerschneider hier unten brauchen. Hallo. Electricity ist meine Spezialität. Ja, ja, was auch immer. Oh mein Gott, das ist wirklich seine Spezialität. Lauft! Er hat 2 Taser zusammengebunden. Das ist gefährlich. Oh nein. Oh nein, es ist nicht die Elektrizität, die hier das Problem ist. Oh Gott, Olletein, mach du das. Wehe, der bringt jetzt Olletein um. Ich Vollidiot. Oh Gott. Wenn sich dieses Ding wieder in Explosionen auflöst. Dann werde ich weinen. Olletein ist ein wichtiges Mitglied dieser Gesellschaft. Electrode. Das müsste Voltoball, Elektroball sein, ne? Oh, Elektroball ist heiß. Auch wenn die Augenbrauen ein bisschen heftig sind, aber ist heiß. Oh ja, Elektroball ist gut. Hallo, Kat, schön dich zu sehen. Ich weiß, du warst schon vorhin da. Hi, schön dich zu sehen. Oh Gott, ich werde sterben. Sonic Boom. Okay, I like the Boom. Ich bin nicht mehr Street Fighter. Weg! Ich muss noch viel trainieren, um ein Super Saiyan zu werden. Ja, okay, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich auf den Mond fliegen und Kaioken lernen? Was ist das Plan hier? Ich will das nicht hören.
Ich werd schon. Keine Sorge. Ah, Item und Trainer. Ich war hier seit Generationen gefangen. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr gegessen. Nein, er greift mich an. Ich suche einen Mondstein. Hast du einen gefunden? Ja, such doch mal im Mondberg, du Vollidiot. Justin, Nidoran männlich. Ja, damit kannst du aber auch nicht entwickeln. Level 29. Wow. Wow. Awusel. Ja, aber Gott hat den Mond dann wiedergeholt, um das Gleichgewicht der Welt wieder in den Griff zu bekommen. Also, das ist okay. Doppelkick. Doppel. Scheiße. Nichts anderes. Doppelblöd. So. Wing Attack. Kammerwusel. Jawohl, das ist schon besser. Piccolo braucht keine Nahrung, denn er ist eine Pflanze. Piccolo gehört zum Sonnenkult. Wusstet ihr das nicht? Nidorino. Wir bleiben. Ich muss hier noch was. Ach, das ist nicht so schön. Das ist kein schönes Pokémon. Ich meine, das ist 5 Level höher und ich habe keine Angst davor. Das spricht. Hat das Schaden gemacht? Hat das gerade Schaden gemacht? Ich glaube nicht. Oh, Hornattack ist übel. Ah, geht so. Wiedersehen. Danke für das Level Up. Awusel Level 25. Yes. So mag ich meinen Awusel. Schön stark. Iron. Nice. Ein Angler. Nochmal was zum Zerschneiden. Ich weiß nicht, ob ich Saigo wiederholen soll. Ich glaube, erst in der nächsten Arena. Erst in der nächsten Stadt wieder. Ich meine, in die Safari-Zone wäre schon eine geile Nummer. Aber da müsste ich erst da runterkommen. Das ist auch nicht sicherer. Oleltai hat ein bisschen Schaden gekriegt. Awusel hat ein bisschen Schaden gekriegt. Das ist ein. Ach, Oleltai kriegt das schon hin. Oleltai kriegt das schon hin, denn Wasser-Pokémon sind einfach nur Nahrung. Oh nein, es ist Carpador! Es sieht so süß aus! Es kann tackeln! Oh nein! Ein Hyperstrahl. Das wird's geil, wenn es einfach Hyperstrahl macht und mich einfach tötet. Dann geh ich sofort in den Mondberg und kauf mir auch einen Carpador. Annabelle, 100 Erfahrungspunkte, nice. Noch ein Magnikarp, sehr schön. Magnikarp, Magnikarp, Magnikarp. 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 Das ist, ich habe das Pokémon Stadium-Spiel hier, weil ich das ja auf der N64 habe, habe ich das emuliert auf Englisch. Und das Carpadors Platscher ist so witzig. So ein witziges Spiel auf Englisch. Auf Deutsch ist es schon Carpador, Carpador, Carpador. Auf Englisch Gold wert. Ist Gold wert. Magnikarp, 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 Magnikarp. Entschuldigen Sie, ich wollte kämpfen. Ich habe Carbos. Okay. Von mir aus. Goldini! Level 28! Es ist Nahrung! Ich muss. Denk bitte Magen! Denk an Oleltain! Direkt auslutschen das Viech! Gigasauger! Ich mag die Attacke, die sieht schon brutal aus! Wiedersehen! Es ist super effektiv! Ja, Oleltain hat 30 Leben wieder zurückregeneriert. Oder sowas. Kein Ding. Kein Ding. Oh nein, es hat mich angespuckt. Töte es. Ah, spuck zurück. Säure. Oh, es ist so süß.
Ich meine, ich kann 5 Pokémon insta-killen und mich dabei komplett heilen. Ist das nix? Das ist doch was. So mag ich das gerne. Ich mag das. Ich mag, wenn ein Plan funktioniert. Alma ist tot. Ja, schade. Finde ich auch. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ist das ein Vogeltyp? Ein Vogeltyp wäre aber... Oh, ein Vogeltyp wäre richtig scheiße. Moment. Ich hol Sayo. Funktioniert das nicht. Bin gleich wieder da. Nicht weglaufen, Vogelmann. Aber ich habe das Gefühl, es ist besser, wenn ich mich vernünftig rüste gegen diese Kämpfe. Ich habe... Mein ganzes Team ist voller Käfer und Pflanzen. Ein Vogeltyp könnte mir das Genick brechen. Minimal. Ich könnte auch immer noch in die Kampfarena gehen. Es funktioniert so reibungslos, dass ich jetzt belohnt ins Casino gehen darf. Oh ja, danke. Bei Person. Nein. Der hat doch einen Vogel, der Typ. Schnell weglaufen. Erstmal Sayo holen. Sayo, hilf mir. Na, jetzt kommt er wieder angeschissen, der Ustra. So, und da ist Sayo wieder im Team. Nice. Nice. Bald bist du das Futter. Ja. Nein, bin ich nicht. Ich hab ein gutes Gefühl für diese Edition. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr mir doch erlaubt, dass ich Nostra zurückhole, also dann noch Nakane im Team hab, dann wird das hier so aufgeräumt mit Sichlor und mit Pipsifli und mit Odeltine, mit Sayo und mit dem Akani. Werden wir hier so das Ding wegrocken. Da glaubt ihr noch nicht dran. Und mit Annabelle, oh mein Gott. So, Bird Person. Now you. Schreib deine letzten Worte auf. Dankeschön, Dankeschön, Mika. Ich verstehe alle gut, die sagen, nein, Regel ist Regel. Die habe ich aufgestellt, die mache ich so. Aber es ist halt. Ah! Hallo! My Bird Pokémon want to battle with you! Ah, wirklich. Saman! Mit ganz vielen Nullen, hallo. Schön, dich zu sehen. Tod ist tot und bleibt tot. Ja. Das ist eben die Frage, die man sich stellt. Und ich finde, wie ich auch schon in anderen Spielen... erwähnt habe, nicht alle Regeln, die ich aufstelle, machen sofort Sinn und nicht alle Regeln kann man durchziehen. Das ist nicht mal beim Fußball so. Dinge passieren einfach. Und manche Dinge sind immer Auslegungs- und auch Sonderfallbestimmungen. Und da finde ich, da fällt das hier so ein bisschen drunter. Oh, fuck me hard. Die machen ganz schön heftig Schaden, der Bird Person, Mann. Pikachu! Ah, Wasserpuls, das wird schon. Sayo, nicht sterben! Luft anhalten! Stahlbacken aus Arsch und nicht sterben, komm! Okay, alles gut. Ja, genau, das ist halt das andere. Du kannst jetzt bei der Nutzlocke sagen, ja gut, ich bin auch am Anfang beim Tutorial-Boss draufgegangen. Hätte ich dann sagen sollen, ja gut, die ganze Nutzlocke ist im Arsch und ich hätte das alles nicht gesehen, wäre das besser gewesen? K.O.-Kills gilden nicht. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Wenn dir das nicht gefällt, immer noch, steht es dir frei zu gehen. Es ist keine Meinungsmache. Ich möchte meine Meinung, warum ich abstimme, erklären. Das ist der Unterschied. Der zu berücksichtigen gilt. Und es ist nicht die Einzelmeinung, die hier zählt, sondern eure Meinung, die zählt. Und das hat nichts mit meiner Meinung zu tun, sondern ihr klickt da drauf. Und ich gebe euch die Möglichkeit, das zu tun. Und jeder, der daran teilnehmen möchte, vielen Dank. Und jeder, der dann auch das Ergebnis akzeptieren kann, ist ein erwachsener Mensch. So ist es nun mal. Hahaha.
das finde ich auch gut, 19, da hast du schon recht. Robustheit. Oh, jetzt bin ich aber dran. Finale. Oh, fuck. Ja, kenne ich. Oh Gott, ich will das nicht. Ja, wie gesagt, ich spiele ja nur noch Nutzlocken. Nee, was heißt, ich spiele, wie es mir Spaß macht. Ich spiele so, wie es den Leuten gefällt. Ich finde, das ist halt, das ist bei den Abstimmungen halt immer so. Es wird immer Verlierer geben, aber ich denke, am Ende des Tages muss man sich dann der Mehrheit beugen. Das mache ich ja genauso. Wir sehen ja auch bei Marco, ich nehme jetzt Marco trotzdem als besten Freund, auch wenn ich das überhaupt nicht will. Aber Dinge passieren halt und ich muss auch dann mitspielen. So ist das Leben. Und das finde ich okay. Ich finde das okay. Und halt so ein K.O.-Kill, vielleicht mache ich das wirklich bei der nächsten so, wenn wir nochmal eine spielen sollten, was wahrscheinlich der Fall ist, dass wir einfach sagen, diese K.O.-Treffer gelten nicht, weil das geht mir ohne Ende auf den Sarg. Ich meine One-Hit-KOs, das ist, ich habe 100% Leben und er zieht mich runter mit so einer Finalattacke auf Null, dann sage ich, nö, das gilt nicht, weil das war ja auch da der Fall, wo du einfach sagst, okay, du hast 100% Leben, fuck you, und so, okay, was soll ich jetzt dagegen genau machen? Bei normalen K.O.-Attacken, wenn er jetzt, weiß ich nicht, Guillotine machen würde und das wird klappen, dann ist es halt so. Ja, wenn es nicht mehr mit darf, ist es eben so. Das finde ich auch. Es ist, mir ist es auch völlig egal, weil ich komme auch ohne klar, wie man hier sehen kann. Aber die Legende könnte weitergehen. Oder auch nicht. Wir bleiben ein bisschen bei Awusel. Awusel muss Level 30 werden, mehr oder weniger zumindest. Beiß ihn! Beiß! Ess das Ratzfratz los! Ah, er beißt zurück! Scheiße! Au, ne. Aua! Au! Now! Mauzi! Nein, ich will kein Mauzi mehr essen! Aua! Will nicht mehr! Autsch! Kannst du nochmal den Link für die Umfrage posten? Bang. Ja, kann ich! Ja, naja, es ist nicht nur ein Spiel, es ist bitterer Ernst, es ist eine fucking Nutzlocke. Hey, Gameface. Wie geht's, Awusel? Awusel geht's nicht so gut, weil Awusel hat ein bisschen was auf die Finger gekriegt. Das wollte ich nicht, Awusel. Das wollte ich nicht. Oh, das sind Zwillinge. Oh, gefährlich. Gefährlich. Ein PP ab! Falls du mal PP musst. Das ist bestimmt ein Spinner. Nein, das ist kein Spinner. Okay, der guckt einfach nach unten. Die Frage ist. Bird Person! Das ist bitterer Ernst. Oh! Das sind Zwillinge. Ich will keinen Doppelkampf riskieren im Moment. Bird Person! Verdammt! Warum sind am Ende. Ah, dann mach ich erstmal so einen Picknicker fertig, das müsste gehen. Adambel bleibt vorne. Oh, welches Level ist 25, oder? Apollo? Also müsste das ja gleich passieren. Nebulak wird dann zu Apollo. Hi Ustra, hi Ustra. Well played. Hi Juvia, schön dich zu sehen. Ich habe keine Antidotes mehr übrigens. Ich habe noch ein oder zwei. Laserpistole ist sehr effektiv gegen Bird Person. Das ist korrekt. Auf 500 Meter gegen den Wind erstmal Bird Person erledigen. Ustra grüßt sich selbst. Ustra ist verwirrt. Ustra hat sich vor Verwirrung selbst gegrüßt. Moment. Hört sich fast wie die Realität an. Annabelle! Go get some! Go get some, Mauzi! Ich weiß nicht. Go get... Kein Mauzi. Einer noch macht das schon. So selbstverliebt, dass man einfach seinen eigenen Namen sagt. Das habe ich in der Schule früher auch immer gemacht. Alle sagen so, oh, guten Morgen, Herr Lehrer. Ich sage einfach, guten Morgen, ich selbst.
Der Größenwahn wird schlimmer, oh nein. Boah, ja. Einer noch rockt hier im Moment extrem Momondo. Mondo, die neue Größeneinheit. Was haben wir getan? Pikachu macht Wirbelwind und setzt Sayo an den Platz. Das ist schön. Quick Attack. Damit hat Pikachu nicht gerechnet. Direkt den Friesenbären weggetackelt. So, schön. Gwen ist tot. 550 Poké-Dollar. Gut. Sayo könnte ich ein bisschen heilen, weil wegen Bird Person. Ich habe echt ein schlechtes Team gegen Vogel. Ich sag's, wie es ist. Ich nenne die Dinge, wie sie sind. Okay. I always go with Bird Pokémon. Mhm. Dass es auch immer in deren Sätzen stehen muss. Unfassbar gut. Wie ausgedacht. Bird Keeper Robert. Level 26. Annabelle, du musst stark bleiben. Ich würde so gerne mit Fluch spielen mit Annabelle. Boah, da will ich jetzt so abrocken. Möchten Sie sich selber sagen, ja, ich würde gerne Ustra grüßen. Und mich. Oh, was? ich darf sowieso nicht im Fernsehen auftreten. Ja, Volltreffer. Volltreffer. Das darf ich sowieso nicht machen. Das ist total, Ich glaube, das kann auch niemand ertragen. Aber ich würde gerne mal so eine kleinere Show moderieren. Einfach nur aus Jux an der Dollerei. Irgendwas Unbedeutendes, was eh keiner guckt. Irgendwie nachts um zwei auf DSF, wenn sich Frauen ausziehen. Das möchte ich gerne kommentieren. Moment! Das möchte ich auch gerne kommentieren, aber... Ich glaube, das wird zu verwirrt. Ihr wisst, was ich meine. Ist irgendwas so, weiß ich nicht, Steine werfen oder so. Olympische Steine werfen oder sowas. Olympisches Murmelbahn spielen. Einfach nur, um zu gucken, ob ich das kann. Ich habe mir immer vorgestellt, so in den letzten zwei Jahren, boah, Radio wäre extrem geil. Ja, das stimmt schon. Ich mach das ja hier, mehr oder weniger. Jetzt wieder wirklich huste sich wieder. Ein Spiro, oh yeah. Ich setze Annabelle dagegen und meine Fallenkarte. Oh nein, Mistvieh hat deine Soul Silver Nutzlocke beendet. Oh! Oh! Das tut mir leid. Ich wusste, dass sie hart ist. Ich hab das gesagt. Die heißt nicht um. Aua. Oh, ich will weg. Oh, ich will weg. Einer noch war völlig die falsche Entscheidung. Tut mir leid. Olletein, mach du das mal. Du bist viel besser gegen einen Vogel. Alter, da macht nur 20 Schaden, das geht noch! Olletein kriegt das hin! Ah! Säure! Zersetze den Vogel, zersetze ihn und iss ihn dann! Firo! Oh, fuck! Hallöchen! Du siehst heiß aus! Ich mag das sehr gerne. Ich mag das jedes Mal, wenn wir ein Pokémon sehen, was wir noch nicht gesehen haben. Das finde ich... Das ist so cool. Das ist so cool. Tolle Entscheidung, das Spiel zu nehmen für eine Nutzlocke. Ach, ich freue mich so. Das ist wirklich... Es verbindet das ganz normale Pokémon mit so coolen Aspekten. Einfach, weil man nicht gelangweilt ist von den Pokémon. Weil man sich immer fragt, wie könnte denn das nächste aussehen? Ah, ich freue mich.
Oh, hier ist eine fucking Sackgasse. Nein! But why? Da müsst ihr doch gegen die andere Bird Person kämpfen. Das ist nicht okay. Ah. Sniper besiegt Bird Person. One-Shot KO. Mist. Mist. Na gut. Nicht verzagen! Ach, wir hätten an der Bird Person vorbeilaufen können. Ist das dein Ernst? Ich wollte ihm furchtlos entgegentreten und der hat eine Sichtweite wie ein blinder Maulwurf. Ein einäugiger blinder Maulwurf. Und Dreck. Au. Au. Fuck. Spoilern? Was will man denn spoilern? Bei Pokémon? Hier kann man nichts mehr spoilern. Ich glaube, das sollte jeder kennen. Das ist, ich glaube, wir haben herausgefunden, was Pokémon Allgemeinwissen ist. Red Killaby! Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Schön, dich zu sehen. Vielen Dank, dass du diesen Knopf gefunden hast, finde ich. Super! Ah, let's go. Ich kenne den wahren Hintergrund von Bird Person nicht so ganz. Ich kenne nur Kiki Nack. Aus. Gerade gekommen. Das ist Bird Person genug für mich. Ja, ich freue mich auch mal, wenn sich ein Moemon entwickelt. Das wird auch gleich wieder passieren. Aber. Rick and Morty, okay. Ist er mir vorbeigegangen. Leider. Aber, ich kann nicht jedem Trend hinterherlaufen. Ich habe nicht so viel Zeit für so viel nerdiges Zeug. Ich muss meinem nerdigen Zeug frühen. Ich mache im Moment viel Dungeons and Dragons und Kurzgeschichten hier und da. Also ich selber nicht, aber... Und zocken, persönlich. Oh Gott, ich werde sterben. Spearow ist so heftig stark. Ich will das nicht. Ich will nicht sterben, Odeltine. Ich weiß, dass es heftig wird, aber... schmelze es einfach ein. Alles wird gut. Alles wird gut, wenn du dieses Vieh schmilzt. Alles gut. Alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nicht mehr. Alle Teilen, schmelzt auch dieses. Ich stelle mir vor, wie dann der Kampf zu Ende ist und es sind einfach so zwei geschmolzene Habitak einfach rumliegen. Völlig aufgelöst. So ein Schnabel guckt noch aus der Säurelache raus. Sehr, sehr morbide. Tut mir voll leid. Sayu hat immer noch ein bisschen Probleme. Wenn wir doch so einen Vogelmeister finden. Ne, jetzt nicht mehr Bird Person, wenn ich selber nicht mehr weiß, wovon ich rede. Das lasse ich besser. Und der einfach so, komm zurück, Habitak! Und du siehst so, wie diese ganze Suppe so in den Ball läuft und du hörst so Wasser rauschen. Und dann so, Schwester Joy, mein Habitak! Und so, ja, das kriegen wir wieder hin, Knuddelhof. Die sind überall. Das muss hier ein Nest geben. Jetzt ist der resettet? Ist das dein Ernst? Jetzt komme ich nicht mehr zurück? Well. You need some TM to teach God move to Pokémon. Ja, ich weiß. Drei Pokémon. It's a trap. Ja, das hätte ich vorher wissen müssen. Annabelle! Sayo, ich werde Sayo jetzt nicht mehr austauschen. Ja, da machen sich wieder alle lustig drüber. Oh nein. But it failed. Besser ist. Das ist nicht gut. Ich werde hier sterben. Annabelle, Level 25. Ich darf nicht sterben. Sayo, du musst Level 30 werden. Dodu? Das wird sehr interessant werden. Oh ja, ich wollte schon sagen, es ist einfach ein Mädchen mit zwei Köpfen. Das fände ich auch sehr witzig. Aber so geht's auch. Wiedersehen.
Ach so, wir müssen gleich die Regeln aufstellen für die Safari-Zone. Jetzt bitte Ideen reinschmeißen. Ich habe keinerlei Ideen. Wir machen ja normalerweise das erste Pokémon, was wir sehen. Ist ja auch richtig so. Ja, lassen wir dabei, oder? Oder machen wir, 5 Versuche. Also, weil es kann ja sein, dass die sofort abhauen. Pro Zone 1 und dann am Ende 1 raussuchen, ne? So haben wir das gesagt. Zayo möchte Biss lernen. Natürlich darf Zayo beißen lernen. Komm! Das brauchst du nicht. Ja, das war ihr zweiter Kopf, genau. 4 Versuche, 1 pro Zone. Ja, das hört sich gut an. Okay, das haben wir, glaube ich, schon gesagt, oder? Wir machen einen Versuch pro Zone und dann am Ende suchen wir eins davon aus und den Rest tun wir weg. Weil dann können wir das hinterher auch umbenennen. Das hört sich gut an. Oh, evolving. Und so war das. Gut, okay, dann machen wir das so. Perfekt. Ah, Ghost Mate. Sehr schön. Ah! Shadow Punch. Das alles lernen, was du möchtest, meine Frau. Jamie Mission. Vielen Dank für den Follow. Schön, dass du dich der Reihe der Grabwächter anschließt. Finde ich übrigens. Annabelle hat Lecken vergessen und denkt jetzt Schattenpunch. Okay. Bringt mir Annabelle jetzt einen Kaffee, wenn du nett bist? Das ist so... Oh, das ist so cool! Aber es ist auch naiv, deswegen zieht sie auch die Sachen freiwillig an. Von daher... Erstmal hier raus, ey. Das ist doch nicht wahr, Alter. Verpisst euch jetzt mal. Ah! Bad Person, fuck! Was hat das Ding? Ach, nen, Farfetch'd heißt das, wirklich? Ein Porenta? Level 33, lauf! Oh mein Gott. Ob wir das... Stahlbacken was Arsch zusammenkneifen, jetzt gilt's. Ja, später würde ich dann ja auch alle Bird People sowieso erledigen. Aber jetzt auf Anhieb ist das nix. Erstmal will ich dran vorbei. Das hätte uns das Leben kosten können. Ich lüge hier nicht. Das Porenta hätte... Person. Route 15, wir dürfen hier ein Pokémon fangen. Habe ich eigentlich die Karte? Town Map, ja. Du willst auch eine Maid sein? Frag da mal Sayo wegen. Also hier ist 14, das ist alles 13, das ist 12? Das heißt, wir können hier eins fangen und hier eins fangen. Wir sind an allen vorbeigelatscht. Das heißt, es gibt viele Pokémon! Die wir noch fangen können. Nice. Was gibt's denn hier für Pokémon? Gucken wir mal. Haben wir schon. Level 29. Oh, von hinten sieht das richtig nice aus. Annabelle. Wow. Das haben wir schon. Ich frage mich, ob hier noch irgendwas gibt, was wir noch nicht haben. Omod zum Beispiel. Ist es nicht Omod, das nennt sich Blutzuck. Jedes Mal falle ich darauf rein, ich Vollidiot. Einer noch. Das wird Omod, irgendwann mal, später, bald. In Future.
Future Form. Ich bin sehr gespannt, wie Omaud aussieht übrigens. False Swipe. Bam. Oh nein! Es liest meine Gedanken. Du weißt nichts über mich. Und es ist wieder ein Käfer. Oh, es ist ein Käfer. Wir werden das mal eben fangen, denke ich. Mit meinen Great Balls! Mit meinen Great Blue Balls! Auf geht's! Und an dieser Stelle möchte ich euch einmal einladen. Ticket Raffle. Raffle Item. Pokémon Name. Name the Pokémon. Viel Spaß hierbei und ihr dürft jetzt gleich 2 Minuten lang starten. Ihr dürft jetzt in 2 Minuten einmal einen Namen dafür reinschreiben, beziehungsweise einmal ein Ticket kaufen mit Ausrufezeichen Ticket 1 und viel Spaß dabei. In der Zeit kann ich jetzt mal eben nochmal was anderes zu trinken holen. Jackpot! Außerdem brauche ich gerade nichts zu trinken holen, denn ich muss mal eben in mein wunderbares Ding hier gucken. Und muss mal eben schauen, was das genau war. Und dann muss ich mich hart und herzlich bedanken. Dauert aber noch ein Sekündchen. Ein Moment bitte, das ist doch, ich mache die Musik so lange wieder an, Entschuldigung. Vielen Dank an Nightrunner für gewisse Dienstleistungen, heißt es. Oh, das hört sich dubios an. Aber ja, das ist okay. Auch diesen Job mache ich. hol ich noch was zu trinken? Wie viel haben wir eigentlich? Nee, ich hole nichts mehr zu trinken. Für die halbe Stunde nutzt das nicht. Eine Minute haben wir noch. Wir können ein bisschen über was anderes reden. Wie findet ihr die Pokémon-Nutzlocken-Challenge insgesamt und generell? Wir haben jetzt gerade eine Sekunde Zeit, um zu reden. Ich habe ja gesagt, ich könnte mir vorstellen, hier und da ein bisschen mehr Pokémon zu machen. Was sagt ihr dazu? Was meint ihr? Meint ihr, es lohnt sich, ein bisschen mehr Pokémon-Content zu machen? Also jetzt nach der Nutzlocke direkt wieder eine Nutzlocke zum Beispiel machen. Oder mal eine Mono-Locke heißt die, glaube ich, wo man nur einen einzigen Typ Pokémon nehmen darf. Wie auch immer das funktionieren soll. Aber ich spiele es sehr gerne, auch wenn ich natürlich kein Experte bin, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, zum Beispiel Videos, jetzt für YouTube, über den Attackendex zu machen. Ich liebe die Pokémon-Attacken. Oder ein Randomizer. Ja, ein Randomizer wäre auch eine ganz coole Idee, finde ich auch, ja. Um da nochmal ein bisschen mehr Ideen reinzubringen. Gewonnen hat noch keiner. Ich zieh mal ein. Fupp. Herzlichen Glückwunsch ans Zuvia. An Juvia. Entschuldigung, dass ich den Namen gefragt habe. Du darfst einfach den Namen reinschreiben, wie ich das Pokémon nennen soll. Ich werde ihn direkt umbenennen. Habe ich vorher noch nicht gesagt, aber ja, das ist es. Das mache ich Reset. Vielen Dank fürs Teilnehmen an den Rest. Banzai! Okay. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch, dass wir ganz viel Banzai haben. Das war Bau. Banzai. Ja. Dankeschön. So, ich weiß, das dauert immer ein bisschen, aber so macht es mir einfach am meisten Spaß. Ah, Gift. Moment. Nicht bewegen. Ausatmen, einatmen, blinzeln. Und dann Gegengift nehmen. Okay. Einatmen. Ausatmen. Blinzeln. Ah, Gegengift nehmen. Okay, jetzt geht's wieder. Nie wiederkommen. Ah, wieder da. Bester Moment in Jade Kokon ever. Bester Moment in Jade Kokon ever. Ein Olsch. Annabelle. Shadow Punch. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Ah, es ist okay. Oh, a Critical. Es hat 50 Ustrahler gekostet, ein Ticket dafür zu kaufen, weil so ein bisschen soll es ja auch
die Leute belohnen, die die ganze Zeit hier sitzen. Und nicht jeder von den Teilnehmern hatte 50 Ustraler. Ne? Und Sayo, du musst, glaube ich, nochmal den Bot neu anflüstern. Liegt jetzt am Namen. Aber du warst mit in der Abstimmung, so viel kann ich verraten. Hi, remember me? Ja, ja, was auch immer. 50 verschiedene Pokémon, das kannst du vergessen, Junge. Na klar habe ich 50 Pokémon gesammelt. Ich habe 33 gesammelt, na wenigstens das. Warum ist das bitter? Das ist doch nicht bitter. Das ist doch nur fair. Das ist Arktos. Sieht nice aus. Jetzt haben wir uns Arktos gespoilert. Das ist okay. Sieht cool aus. Route 15 und Fuchsania City erreicht. Puh, jetzt war ich aber... Ich bin froh, dass wir die Stadt erreicht haben. Oh mein Gott, wir können hier theoretisch alle Pokémon spoilern. Ich werde nach der Safari-Zone zwei bestimmte Pokémon spoilern. Nämlich will ich wissen, wie Chanera aussieht. Ja, stimmt, bei Monat der Helden habt ihr auch was gerade gezahlt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Du bekommst keine Nachricht. Japan kriegt auch keine Nachricht, so wie es aussieht. Nö, mein Bot hat wieder keinen Bock. Ihr könnt übrigens auch das hier machen. Wenn ihr keine Nachricht kriegt, könnt ihr das machen. Das ist dann der Notfallplan. Wenn es gar nicht anders geht. Das Item Ball in der... Was ist Fading? Ah, das ist auch nicht. Chanera mach ich gleich. Aber wir machen jetzt noch eben die... Also wir haben gesagt, wir fangen vier Pokémon mit den Safari-Wellen. Und eins davon suchen wir aus. Tja! Runakun hat ein bisschen zu wenig. Schade. Wenn du mehr gehabt hättest, dann musst du Bescheid sagen. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ja, bei manchen geht's ab und zu. Bei 19 geht's auch zum Beispiel. Da fehlen ein paar tausend. Moment. Wenn wirklich was fehlt, arbeite ich das gerne hier nach. Es kann sein, dass was fehlt. Für das 500 kannst du das Safari-Pokémon-Spiel spielen? Ja, ja, leck mich. Zum ersten Mal klappt's. Jetzt klappt's bei allen anderen nicht. Bestimmt, was ist kaputt gemacht? Ich sag's nur. Safari-Zone 1! Safari-Zone... Achso, ach, wir haben nur bestimmte Schritte. Ich hab das vergessen. Safari-Zone... Darf ich angeln? Moment. Darf ich auch angeln? Um ein Pokémon zu fangen. Für die Challenge. Für die Safari-Zone. Weil, ich hab die Chance auf Dratini. Oder ich hab auch die Chance auf auf alles Mögliche. Ich darf auch angeln. Okay, dann werde ich hier in dem Bereich angeln. Dann werde ich direkt in den nächsten Bereich gehen. Gut, okay, danke. Das muss ich nur wissen. Ihr habt da die Regeln aufgestellt. Super. Soll ich mit der normalen Angel? Carpador. Ich darf nur das erste, ihr wisst es. Ach nee, ich darf vier Pokémon fangen pro, wie war das? Moment. Ich darf vier Pokémon fangen? Das ist ein Goldini. Seeking. Was ist das? Was ist ein Seeking? Ist das Golking? Ja, ne? Eins pro Zone fangen oder einmal pro Zone versuchen? Weil das ist ein Unterschied. Das wollte ich. Entschuldigung. Wait. Das ist ein Golking, ne? Einmal pro Zone versuchen. Ja, okay. Fangen, Oh mein Gott! Eins pro Zone fangen, okay. Is watching carefully. Ja, das ist gut so. Guck mal genau zu, wie ich dich jetzt fange. Gut. Das ist sehr einstimmig gewesen. Also eins fangen pro Zone, dann versuche ich jetzt dieses Golking erstmal zu fangen. Ich werde natürlich bei jedem Pokémon versuchen, dieses auch zu fangen. Ganz klar. Und wenn die 500 Schritte abgelaufen sind und wir nicht das Ende der vier Zonen erreicht haben, mache ich die Zonen, die wir noch brauchen. Ganz klar. Komm schon! Come on! Ich bewerfe dich gleich mit dem Stein, dann ist hier sofort Ende.
Okay. Ich angel hier drin weiter. Ich werde hier nur angeln. Und dann gucken, was passiert. Ich hasse Safari-Zone. Ich hasse es so sehr, ne? Das ist ein Goldini. Wenn, dann will ich eh die Feuerstufe haben. Ball werfen, go! Vielleicht schmeiß ich auch alle Bälle auf ein Pokémon, das ist korrekt. So, eins haben wir. Ich habe keinen Stift hier und keinen Zettel. Zone 1, ich gebe noch keine Nicknames, logischerweise. Zone 1 Goldini. Ich denke mal, das kann man sich merken. Das ist Zone 2? Area 1. Was ist das andere gewesen? Moment. Center Area. Okay, in der Center Area bin ich. Wir werden gleich schon keine Schritte mehr haben, so blöd, wenn ich laufe. Ich muss als Regel natürlich versuchen, alle zu fangen. Also, dass mir über den Weg läuft, ist ja klar. Alles andere wäre Quatsch. So. Dodo in Zone 2, oder in Area 1, in der Center Area Goldini. Ja, Goldini. Alles andere wäre unfair, wenn ich mir jetzt aussuchen würde, was ich fangen will. Das ist ja Quatsch. Ich warte auf Chanera und Tauros. So, jetzt bin ich weg. Alles voller Items. Oh, ein sonniger Tag. Sehr schön, das freut mich. Alles voller Items. Oh, oh, oh. Noch ein Fullrüster. Oh, 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 oh. Ich will keine Pokémon mehr sehen. Dankeschön. Wenn ich hier einen Chanera sehe, dann raste ich so aus. Oder ein Tauros. Alter. Ich will das nicht sehen. Oder, oh, was gibt's denn noch? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, was jetzt noch super Seltenes gibt in der Safari-Zone. Was mich jetzt hypen lassen würde. Kein Gamma, aber das haben wir schon gesehen und fand ich jetzt auch nicht so hyperig. Oh, ein Rihorn wäre echt geil. Ich wäre voll geil auf ein Rihorn. Auf geht's. Das ist Zone 2? Trainertipp. Naja, okay. Das ist nicht das Richtige. Es ist ein Owei. Owei, Owei, Owei. Mensch. Okay, wir dürfen weiterfangen in Zone 2. Oder was auch immer hier ist. Das ist Area 2, okay. Wir hatten noch keinen Nidoran, ne? Das werden wir dann rausfinden. Zur Not müssen wir in Zone 2 nochmal was fangen. Aber es ist schon Level 30. Das ist eigentlich kein gutes Nidorino. Naja, was du hast. Was du hast, vermisse nicht. Also, hier, Bait für dich. Nidorino is eating. Nidorino kriegt Ball vor den Kopf. Der kriegt einen Stein vor den Kopf, wenn alles andere nicht funktioniert. Okay. Fangen! Also, Area 2 Nidorino. Ne, wir hatten noch keinen Nidoran, glaube ich. Nidoking? Geil, finde ich auch. Ja. Das ist auf jeden Fall, von dem, was wir jetzt haben, ein guter Fang. Kann ich mich auch nicht beklagen. Oh, ein Pokémon. Oh, Stahlflügel! Ja, bitte! Protein! Oh ja, bitte! Ich brauche hier kein Pokémon fangen. Ich wollte nur mal gucken. Was gibt's denn noch so? Oh, aber, ach, ich weiß nicht. Nidoking ist natürlich nice. Auch eins, was sich oft in meinem Team verirrt, muss ich das mal ganz ehrlich sagen. Aber. So, jetzt müssten wir wieder in der Central Area sein, ne? Ah, Goldzähne, perfekt. Gem 32, Doppeltüm. Ich bin der allererste Mensch, der dieses geheime Haus findet. Ja, ist klar, mein Freund. Sonst kann überhaupt niemand Surfer. Niemand. Niemand anderer kann Surfer. Alle anderen können auch wahrscheinlich normal schwimmen, wie normale Menschen, aber... Wo ist denn jetzt die letzte Zone, die ich noch brauche? Ihr habt gesagt, es gibt hier vier.
eh gleich vorbei, aber da muss ich gleich noch hinlaufen. Oder gibt's drei? Gibt's nur drei? Na, ah, das ist vorbei. So, der Fahrrad Game ist over. Did you catch some Pokémon? Nein! Keine Pokémon! So, in einer Zone fehlt noch. Das sehe ich richtig, ja? Ich mag auch die Musik sehr, die einfach nur die ganze Zeit die Anfangsphase von der Entwicklungsmusik ist. Ich mach das aber richtig, ja? Es gibt noch eine Zone mehr. Nein! Fang das nicht! Entschuldigung! Zählt nicht! Okay, alles klar. Das war... Ich wollte einfach weiterklicken, um zu fliehen. Das war... Quatsch. Mein Fehler. Entschuldigung! Nee. Deine Fertigkeiten lassen sehr zu wünschen. Ich weiß. Oh, ein Blattstein. Ein Max-Portion. Ja, ich mag den Max. Wenn man zu viel A spammt, so ist es. Upp. Wie, da gibt's jetzt noch... Schon wieder? Ich will dich nicht. Oh, jetzt hätte ich fast wieder A gespammt. Da war ich kurz davor, dass er wieder den Ball wirft. Hab ich gemerkt. So, Zone, zentrale Zone, Zone 1. Das ist Zone 2 oder so. Das geheime Haus ist in Zone 4. Idurina, cool. Aber das geheime Haus, da gab es ja kein, da gab's ja kein Gras. Das ist die Central Area, ne? Dann ist das hier auch die Central Area. Area 3, das ist die Area... Okay, alles klar, perfekt. Hier darf ich noch ein Pokémon fangen. Ich bin sehr gespannt, was es sein wird. Und was wir dann an die letztendlich an die Angel kriegen. So. Das haben wir schon, das heißt, das zählt so oder so nicht, da kann ich aber weglaufen, weil wir haben die bessere Version. Die bessere Version, die stärkere Version. Haben wir auch schon. Nice. Da lohnt sich die Safari-Zone ja fett. Außer jetzt kriege ich nicht irgendwas Cooles. Haben wir. Ich kann mir einfach 50 Nidorino fangen. Einfach Nidorino only. Gibt's hier nichts anderes? Gibt nur die und execute. Wo ist mein Owei? Gib mir das. Ein Dodu. Haben wir gefangen. Oh, nice. Jetzt wird's richtig interessant. Wisst ihr was? Ich bewege mich einfach nicht auf der Stelle. Dann spare ich auch gleichzeitig. Dann spare ich auch gleichzeitig, Schritte. Aha! Ich wusste, dass es Oval wird. Woher wusste ich das? Bewirf es mit einem Stein, das ist sicherlich nicht gefährlich. Klatsch. Oval ist voll wütend. Okay. Easy. Ah. So. Und jetzt liegt es an euch abzustimmen, welches Pokémon wir, nutzen. Dafür nutze ich aber mal den Channel, den Kanal internen Meister. Nämlich unser Pool. Welches Moemon soll Ustra behalten? So, das fragt mich mein Robo-Ustra. So, das ist einmal Goldini Dodu Nidorino oder Owei. Start. Das Ganze geht 4 Minuten lang. Das geht schon. Ich weiß nicht, ob ich das wieder einblenden kann. Ich glaube nicht, dass ich das hier drin habe.
Ah doch, guck mal. Für euch, da könnt ihr das gleichzeitig angucken. Wenn ihr wollt. Using bait around the stick, bla bla bla. Ihr seid natürlich, das kostet übrigens nichts. Ihr könnt ja alle gerne mitmachen, das ist einfach komplett Australer kostenlos. Warum auch, das ist ja Quatsch, das ist ja eine Meinungsumfrage. Eure Meinung kostet, meine lieben Freunde. Eure Meinung kostet. So, dann kann ich mir gleich gucken, wie Chanera aussieht. Das ist sehr cool eigentlich. Und Labras kann ich mir auch schon mal angucken. Cool. Und solange kann ich hier noch ein bisschen rumlatschen. Cool. Sehr selten. Mal zu sehen. Komischerweise kein Rihorn gesehen, was ich merkwürdig finde. Weil ich fand das immer sehr häufig. Ich meine, klar, Owei auch. Keine Frage. Ich meine... Ah, ist schon vorbei, du! Das ging ja fix. Unfassbar. Haben Sie am Lam-Lam-Pokémon? Ja, habe ich. Das ist Kangama, das wissen wir schon. Das haben wir schon mal gesehen. Das ist... Was ist das? Kabuto sieht so geil aus! Voll am Pennen. Als ob sie gerade aufgewacht hat, die kleine Anime-Schnitte. Nicht okay. Zum Glück kriegen wir eins geschenkt. Hammermäßig. Ja, kennen wir. Und jetzt kommt sie. Okay, den Rest haben wir gesehen. Yes, baby. Oh ja. Wo ist der Mann? Wo ist der Sabana, alter Mann? Da ist er. Hallo. Hast du die Goldzähne gefunden? Wie gesagt, votet gerne mit. Tut euch keinen Zwang an. Ist komplett kostenlos. Und ihr werdet nicht verurteilt. Vielleicht schon. Aber nicht so hart. Ihr werdet nicht so hart verurteilt. Nur so medium hart. Wenn das okay ist. Aber nur wenn das okay ist. Ich frage euch auch vorher, ob ich euch verurteilen darf. So, dann müsste ich ja theoretisch auch nochmal den Zerschneider mitnehmen. Nom 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 nom. Ich hab schon geheilt. Alles gut. So gibt's jetzt Pfand auf Papiermüll? Das finde ich sehr geil eigentlich. Recycelt man ja schließlich auch. Deposit Pokémon, Move Pokémon. Ich wollte mir mal die Pokémon angucken, die wir gefangen haben, just in case. Wir fangen mal hier vorne an mit Banzai! Banzai ist sassy. Außerdem ist es sehr genau. Wir haben Goldini gefangen, das haben wir gerade getan. Wir haben Dodo gefangen, das haben wir auch gerade getan. Wir haben Nidorino gefangen, kann Doppelkick. Ja, den ganzen normalen Kack halt, den man so kann als Nidorino. Und execute! Ray Speed in Sunshine und wir haben Sonnigen Tag gelernt. Das ist auch cool. Mag ich alles, komischerweise, außer. Na, ich weiß nicht. Ich mag alle. Sagen wir es, wie es ist. So. Ich gehe nochmal. Oh, ist fertig. Ich glaube, der Pool ist fertig. I see now. I see clear now. Fenster auf Nummer 2 ist fertig damit, gut. Was hat denn gewonnen? Nidorino hat gewonnen, okay, well played. Also, wird der Rest in die andere... Jetzt muss ich schon wieder hinlatschen, aber macht ja auch nichts. Gut zu wissen zumindest, dass wir das jetzt rum haben. Dann gehe ich jetzt als nächstes zurück nach Lamandia City. Ich glaube, da ist der Typ mit dem Namen bewährte. Und da kann man dann umbenennen, das müssen wir dann machen. Und den Rest schiebe ich einfach wahllos. Gar nicht erst weg, sondern die werde ich einfach freilassen, weil das ist fair. Die sind ja auch nicht gestorben. Die sind ja wirklich, die lasse ich einfach wirklich wieder frei. Ticket für Namen. Ah ja, da war noch was. Gut, 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 mitgedacht, 19. Das ist ein Keks oder so, wenn du einen findest.
Achso, übrigens für alle mal eben, die da sind, weil ihr immer so fleißig mitmacht. Aber keinem verraten, dass ich so freundlich bin, okay? Ich muss meinen Ruf als grausamer Herrscher, den muss ich weiterhin Bestand nehmen. Und so, ihr wisst schon, was ich meine. Ticket Raffle für 3 Minuten diesmal. Tick, 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 tick. Okay, go. Ich mag meinen Bot. Der ist top. Der kann viel. Und wenn ich den füttern würde mit echt Geld, könnt ihr da noch mehr. So, meine Maus schiebe ich mal weg. Annabelle hat gut, Sayo hat gut, Pipsi Flea hat gut. Wir haben ein ganz gutes Team eigentlich bis jetzt. Ja. What to play with my Pokémon? Ja, ich will mit deinem Pokémon spielen, ich brauche Level. Definitiv brauche ich noch ein paar Level. Wie viel hast du? 4 von den Viechern, okay. Von mir aus. Annabelle! Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Liam Wuff! Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Einer noch, mach du das. Ich will nicht, dass das Ding Wickel macht. Das ist das Einzige, warum ich das gefährlich finde. Alles andere war gelogen, dass es gefährlich ist. Aber ich meine nur. Wie gesagt, macht gerne mit bei dem Ticket. Werdet eure Ostrahler los. Für viel mehr sind sie im Moment eh nicht da. Also, haut sie raus, wie ihr könnt. ...19 zum Beispiel, der kann auch ein paar raushauen. Hat er schon, verdammt. Zack, 31. Sehr gut. Einer noch. Will Schlitzer lernen. Einer noch wird Schlitzer lernen. Oh mein Gott. Ah, du kannst das. Du kannst unsere Fangattacke verlernen, das ist okay. Wir können Schlafpuder. Das ist alles in Ordnung. Japan Lily, danke fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Keep the flea, go! Vernichte das Tangela mit Konfusion! Piepsifli, nein! Nein! Oliltein! Ihr Klein müsst das jetzt erledigen, ehrlich. Growth. Ja, wachse ruhig über dich hinaus, das geht schon. Ich werde dich trotzdem punchen. Shadow Punch! Ja, okay. Ja, okay. Ja. Einer noch. Mach so das mal fertig damit. You never know. So, 6 Stück sind dabei und ich ziehe ein und es ist 19. Mit einer 16%igen Chance. Das ist super, dass er das anzeigt. Wie gesagt, einfach den Namen reinschreiben, aber das weißt du schon. Ah! Gift. Locker bleiben. Das kriegen wir in den Griff. Ich weiß, wie das geht. Antidote. Auf, Piepsifli. Piepsifli darf nicht sterben. Alles gut. So. Killerhase. Okay. Wenn das passt, machen wir das so. Oh! Oh Gott! Annabelle, das ist zu wenig Schaden. Lauf weg! Ich sehe wieder den ganzen Bird Persons vorbei, das ist schlimmer. Das ist viel schlimmer. Quietsch! 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 Na, verdammt! So, Koffing. Sayo!
Mach du weiter. Das kriegst du schon hin. Oh Gott, das macht so viel Schaden. Heftig. Wir aber auch. Von daher geht's. Ah! Wie beim Rennen bemerken die sich sofort. Was ist denn los? Das ist hier nicht. Das ist hier nicht. Das ist hier doch nicht. Wie heißt das Spiel? Das ist doch nicht Metal Gear. Was soll das? Was war das? Smogon ist verwirrt. Das hat sie vor Verwirrung selbst verletzt. Das hat sie vor Verwirrung selbst getötet. Sehr schön. Ist ja episch. Ich werde nicht wechseln. Ich werde es nochmal versuchen. Mit One-Shot. Sehr schön. Oh! So, perfekt. Dann sind wir nämlich gleich wieder da oben, können das Pokémon noch umbenennen und dann. Jared! Nein, wir haben. Ich hoffe, das war nicht Pro Jared. Kaum nenne ich den Namen. Boom! Pendleberry! Vielen Dank. Sollte doch einfach mal irgendwelche random anderen YouTube-Namen einwerfen. Mal gucken, ob ich da noch mehr Abos ob ich da noch mehr Follower kriege, oder? Was meint ihr? Jacksepticeye! Ah, schade. hätte ja klappen können! Mann! Ah. Einmal versucht. PBG! Nein? Okay. Dann halt nicht. Man weiß ja nie. Für den Fame muss man auch mal über diese Brücken gehen. So, da sind wir wieder. In Lavender Town. Ich hoffe, hier kann man den Namen bewerten. Ich glaube aber ja. Komm noch, namenloses Nidorino. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Und diesmal verlässt mich Sayo nicht. Diesmal packe ich... Piepsi, da war nicht. Einer noch. Du kannst kurz warten. Das geht schon. Das kriegst du hin. Du bist schon ein großer Junge. Frau. Du bist schon eine große junge Frau. Geht schon. Nein, das ist das Pokémon-Dingsbums-Haus. War der nicht hier? Oder war der in der anderen City drin? In Saffronia City. Jetzt sag doch auch mal was. Ah, doch, diese. Oh, hallo, ich bin ein offizieller Namenbewerter. Ja, ist klar. Welches Pokémon? Nidorino. Nidorino ist es. Es ist ein toller Name. Ja, es gibt bestimmt einen netteren Namen. Ja, höchstwahrscheinlich. Es gibt höchstwahrscheinlich einen besseren Namen als die Artbezeichnung. Gehe ich von aus. Ja, Killerhase. Soll ich übrigens direkt einen Mondstein benutzen? Nur mal so am Rande. Ja. Chat? Mondstein? Weil ich glaube, es ist Level 30. Wir müssen es eh über TM lösen. Denke ich. Killerhase. Nein! Nein! Es ist ein viel besserer Name, ja. Genau. Warum denn nicht? Ich meine, wir haben tolle Dinge wie Stärke und... Nein? Ja? Lernt ihr noch was Brauchbares? Das ist nämlich die Frage. Ich hab keine Ahnung. Wir können Rock Tomb können wir ihm beibringen. Alles andere weiß ich jetzt auch nicht. Und wir können ja nochmal hier nach Dingsbums, keine Ahnung, Shoppingstadt gehen, wo auch mein super wunderbares Casino steht. Und mal eben nach TMs gucken, das können wir nochmal eben machen. Und dann habe ich auch genug von Pokémon, denke ich. Da. Und dann machen wir beim nächsten Mal die Kampfarena. Wir haben ja eine Arena gemacht, sind runter zur Safari-Zone. Eigentlich ganz okay, weil wir jetzt eine ganze Menge Orte haben, an die wir gehen können. Es lernt nichts Brauchbares mehr. Sonst noch jemand? Also, ich werde jetzt den Mondstein einsetzen. Chat! Ja? Oder ja? Weil ich wollte schon sagen, mit Level 30 ist fertig für Nidorino.
5, 4, 3, 2, Yarp. Ja, 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 aber ja, alle, die schon ja gesagt haben. Ja, okay, danke. Dann machen wir das mal eben. Ich meine, noch eine Entwicklung ist ja auch schön. Wir haben noch 3 Mondsteine. Was? Ihr habt keine Verwendung dafür? Schämt euch. Entwicklung! Oh, wir haben noch keinen Nidoking gesehen. Sollte vielleicht drücken? Okay. Was? Killer Hase entwickelt sich. Gerade erst einen neuen Namen gekriegt. Jetzt schon direkt eine Entwicklung. Das ist Aufstiegsmöglichkeiten, die ihr nur bei Ustra habt. Okay. Okay, cool. Ja! Nidoking! Ah, ich mag den Sound von Nidoking. Hm. Jetzt müssen wir gucken, was wir dem beibringen. Im Moment kann es nicht so wirklich cool attacken. Ich geb's zu. Aber das kommt noch. Ich weiß, dass das noch kommt. Wir gucken mal, was es hier so gibt. Ja, nicht. Ich glaube nicht hier. Nicht hier. Ich glaube einen weiter, ne? Ein höher oder zwei höher gibt's die Attacken. Oder hier? Ne. Wie sind die Stats? Ich guck sofort. Ich wollte mal eben nach den TMs gucken. Ah, hier. Wir können ihm Hyperstrahl beibringen. Komm schon, Hyperstrahl! Ach, ich kauf's einmal. Willst du wirklich Hyperstrahl kaufen? Fuck ja, Hyperstrahl! Dann guck ich nochmal eben im Casino. Vorher gebe ich euch die Werte durch. Nidoking kann. Es ist naiv. Oh, wenn es berührt wird, kann es Gegner vergiften. Das finde ich schön. Und die Stats waren auch hier. Oh mein Gott, ist das ausgeglichen. Hyperstrahl ist ein Nutzlocke Mörder? Echt? Also, gut oder schlecht? Sehr ausgeglichen. Guckt euch das an. Hat sie gesagt, ja, 60 ist eine coole Zahl. Killerhase, ein Pokémon, ein Moemon, das sich dachte, hey, wenn ich alle Stats auf 69 kriege, ist das bestimmt witzig. Hat der Charakter irgendwelche Auswirkungen? Ja. Du kannst eine Runde nichts machen. Ich weiß, aber das ist doch der Reiz daran. Ich weiß nicht, was die TMs machen. Naja. Aber ich kann ihn doch. Aber. Ich sag mal so, wenn ich mit Hyperstrahl einen One-Shotte und dann das Pokémon tausche, dann ist das doch wieder okay, oder? Ich meine. Genau, das Wesen beeinflusst die Stats, so ist es. Oder was meint ihr? Ich meine, bei einem One-Shot ist es ziemlich obvious, dass ich dann wechseln werde nach Hyperstrahl. Aber das nur am Rande. Weil sonst gefällt er mir nicht ganz so offensichtlich. Ich hätte gerne eine vernünftige Bodenattacke, Erdbeben oder sowas. Wir haben nix. Also war's das erstmal. Das war's nämlich aus mehreren Gründen. Das war's nämlich auch heute mit der Folge der Pokémon Nutzlocke Challenge. Ja, das ist das letzte Wort des Nutzlocke-Spielers. Wenn, das ist korrekt. Ja, klar. Und wenn nicht, muss ich halt eine Runde warten. Das sehe ich auch so. Ja, das war's mit dieser Folge der Pokémon Nutzlocke Challenge. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen würdet. Ich bin mir sicher, ihr wisst wie. Und nochmal ein Augenmerk an dieser Stelle auf das Liken. Das ist ganz wichtig und würde mich sehr freuen. Kostet nur einen einzigen Klick und eine Sekunde eure Aufmerksamkeit und bedeutet für mich hier auf der anderen Seite des Bildschirms eine ganze Welt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen, Reinschauen, Mitfiebern und Nachholen. Bis zum nächsten Mal.